Ja, hallihallo allerseits, hier ist wieder eure liebe Roman. In der heutigen Folge wollte ich mit euch zusammen weiter an unser Projekt machen. Ich habe ja mittlerweile die Aufnahme zum dritten Mal gemacht. Ich hoffe, diesmal klappt's, weil ich jedes Mal mir was Neues einfällt und ich hoffe, dass beim dritten Mal ich auch alles jetzt an alles gedacht habe. Okay, weiter im Text. In der letzten Folge haben wir ja zusammen hier bei unseren von für Dummies, haben wir natürlich unsere Ordner erstellt, da haben wir habe ich euch einige Sachen gegeben, die ihr schon mal downloaden könnt. In der heutigen Folge wollte ich dann auch schon mal anfangen mit euch. Als erste machen wir unser 3D Game Studio, also unser Game Design Dokument und gucken wieder rein. Dann lesen wir uns das durch. Ja, ihr habt ja hoffentlich alles schon gelesen. Dann stellen wir ja fest, okay, da gibt es ja mehrere Punkte. Irgendwo kann ich ja oder muss ich ja anfangen. Also habe ich mir überlegt, okay, wie fange ich denn an? Naja, ich kann ja entweder jetzt mit Menübildschirm anfangen oder mit Anleitungsbildschirm oder mit Spielgewöhnbildschirm oder mit Kameraeinstellung oder Spielsteuerung. Und. Also wo ihr hier anfängt, ist euch überlassen. Ne? Könnt ja mit Fähigkeiten anfangen oder Punktezähler. Natürlich setzt ja das eine auf den anderen auf. Deshalb macht es natürlich nicht Sinn, jetzt hier mit Punktezähler anzufangen, ohne dass man überhaupt einen Gegner oder Raumschiff oder was auch immer hat. Ja, weil das bringt ja nichts. Ja? Da habe ich einen Punktezähler, der aber nichts macht, außer Punktezählen. Aber von was? Ich habe weder ein Raumschiff noch einen Gegner. Ja, also gibt es natürlich Sachen, die von vornherein sich ja selbst erklären. Also zum Beispiel natürlich Benutzerinterface könnte ich erstellen. Ich könnte ja Anleitungsbildschirm erstellen oder desgleichen. Also habe ich mir gedacht, bevor wir irgendetwas machen, sollten wir uns ein Skript erstellen, wo wir was auf dem Bildschirm sehen. Main.c logischerweise, wie immer. Da ist unser Skript. Dann gehen wir da rein und haben wir einen leeren Bildschirm. Dann tun wir hier uns auch entsprechend unser Code-Assembler nehmen. Einmal header und einmal unser Main. Ich werde jetzt nicht diese Main nehmen, sondern ich werde hier meine Main nehmen. Aber auch die muss ich auch noch korrigieren, weil ich habe die Bildschirme umgestellt. Ist aber nicht schlimm. Das kann ich ja hier schnell mal ändern. So. Wir haben also unser 3G Engine, das kennen wir alles. Ne? Jetzt ist ja so, dass wir hier oben einige Include-Dateien haben, die wir brauchen. Also einmal hier der Ecnix und einmal die Default. Klar, die werden wir brauchen. Ich wollte mit euch natürlich Post-Production Shader machen, deshalb ich werde hier noch was erweitern. Und zwar, das werde ich löschen und das da rein machen. Alles ist gleich. Bis auf die Tatsache, dass ich das ein bisschen gesplittet habe, ja, also dass ich hier so ein bisschen Abstände genommen habe. Das liegt einfach nur daran, weil wir später hier die Default wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden. Also die ist natürlich gut, um am Anfang hier unsere Debugging zu machen. So, alles wunderbar, alles super, soweit kommen wir ja klar. Jetzt ist ja so, dass wir uns zum Beispiel irgendetwas anzeigen wollen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin und sagen, ich hätte gerne jetzt bitte hier mein Raumschiff, ja. Sehr schön. Einmal unser Raumschiff. Auf 0 Koordinaten. Let's go. Dann starten wir das Ganze. Und er sagt, ich kann das Raumschiff nicht finden. Ist ja logisch, ne? Weil, woher auch? Wir haben ihn ja noch nicht. Gut. Also, gehen wir hin. Und wir kopieren wir uns unser Raumschiff da, wo er hingehört. Und zwar Ressourcen, Modelle. Da haben wir jetzt mehrere. Unser Raumschiff soll ja hier direkt drin sein. Also einmal Raumschiff. So, da ist der Raumschiff. Sehr schön. Dann nochmal das Ganze. Ha, immer noch ein Fehler. Ist ja doof. Warum denn? Ja, ist ja logisch. Wenn man da hinguckt, sieht man, das startet ja nur direkt. Will er direkt aus dem Ordner, wo mein
Main-Datei liegt. Aus diesem Ordner, wo die da liegt. Die liegt ja hier bei mir in Rico. Work-Ordner, da will er ja hier den Raumschiff laden. Aber hier sieht man kein Raumschiff. Kein Raumschiff. Fragezeichen. Ja. Das heißt, ich müsste ja das Raumschiff ja hier eigentlich reinkopieren. Gut, kopieren wir uns mal das da rein. Gucken wir, was dann passiert. Und voilà, unser Raumschiff ist da. Funktioniert. Ja, das ist aber blöd. Ich habe doch gesagt, ich will ja eigentlich doch nicht den Raumschiff hier vorne haben. Weil ich habe doch extra hier ein schöner Ordner erstellt. Mit Modellen. Das soll ja alles hin. Ja, wie tue ich hier den Dovkop jetzt das beibringen? Auch das ist einfach. Wir löschen jetzt dieses Raumschiff. Und zwar, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist, ich gehe hin und sage, define, so jetzt muss ich mal selber gucken, kurz mal, wie das geschrieben wird richtig. So, und zwar, das wird so geschrieben, Programmpfad und dann der Name des Verzeichnisses. Also, was haben wir gesagt? Ressourcen, ne? Ressourcen, Modells. Seid ihr doch meine Meinung, ne? Weil da ist es ja drin. Da, ne? Ressourcen, Modells, ist doch drin. Gucken wir nochmal nach. Walk. Rico, Ressourcen, Modell. Ah, alles super. Geil. Das wird funktionieren. Denke ich. Sollte. Nicht. Ja, wie nicht? Wieso nicht? Was ist jetzt los? Gut. Der Fehler 3.1 sagt ja immer noch, ich habe die Datei nicht gefunden. Ja, zum Kuckuck, Donner. Die ist doch da. Ja, wenn wir uns aber hier diese Fahrt angucken, dann sehen wir, das steht jetzt hier direkt Ressourcen, dann Modell. Ja, dazwischen Modell. Gut, jetzt gucken wir uns unsere Datei da an. Also wir gehen ja jetzt hin, wo unser Work-Verzeichnis ist. Also wir gehen jetzt mal zurück, da wo unser Main-Verzeichnis liegt. Da liegt unser Main-Verzeichnis und sehen hier oben Rico Work. Aber hier kein Ressourcen oder Modelle drin. Ja? Wenn ich jetzt hier eins erstelle und dann kopiere ich die Datei, die ich brauche, dann gucken wir, was passiert. Boah, es funktioniert. Ist ja Wahnsinn. Ist ja krass. Funktioniert. Ja, aber es ist trotzdem der falsche Pfad. Ja, weil, jetzt sieht es ja, jetzt ist es unter Works, Ressourcen, Modelle. Und ich will das unter Rico haben. Wie mache ich denn das? Gut, auch dazu kann ich euch helfen. Dann lösche ich jetzt das Ganze. Jetzt mache ich nämlich Folgendes in mein Verzeichnis. Und zwar, ich sage, pass mal auf. Hier, also das da, ist mein Programmpfad. Das heißt, hier ist die Main. C. Ne? Und alles, was rechts daneben ist, ist halt in der Main drin. Aber mein Rico ist ja hier. Da ist der Rico. Das heißt, ich muss mal Folgendes tun. Ich muss nämlich jetzt mal einmal rausgehen auf Rico. Und der Rico hat hier Ressourcen, Fahrt und so weiter. Das heißt, das da ist eigentlich hier und das da ist eigentlich hier. Da ist der Rico. Gut. Das heißt, ich muss Ihnen Folgendes sagen. Ich sage, erstmal bitte zwei Punkte und dann zwei Strich. Das ist alte, gute DOS-Schule. Das heißt nämlich Verzeichnis zurück. Und dann in Verzeichnis Ressourcen und dann in Verzeichnis Module. Schauen wir mal. Plupp! Unser Raumschiff. Cool.
So, das funktioniert jetzt. Jetzt müssten wir theoretisch für jede unser Verzeichnis, der wir hier haben, unter Rico, unter Ressourcen, müssten wir alle der Pfad eingeben. Ja, also hier Plugins, gut, Plugins vielleicht nicht, aber alle Modelle, aber wir haben ja mehrere Modelle. Wir haben ja Waffen, wir haben ja NPCs, ja, wir haben NPCs, Items, Enemy, Arms. Ne, doch, das sind schon die Modelle, also da habe ich ja gar nichts, aber ich habe zum Beispiel unter Codes auch nochmal ein Unterverzeichnis. Das heißt, wir müssten ja irgendwo, falls eng etwas drin ist, müssen wir das alles eingeben. Also können wir theoretisch in unsere Main-Datei jetzt hingehen und das Ganze jetzt Schaubetter hier kopieren. Und jeweils dann enden. Oder alternativ, da wir ja eigentlich unsere Datei hier ziemlich sauber halten wollen, also unsere Main-Datei hier, ja, die soll ja hier alles ziemlich sauber sein, also nicht so viel Krempel drin haben, werden wir die Pfade in eine separate Datei laden. Und das macht die nämlich wie folgt. Da geht die nämlich hin, tut die das hier löschen. Das brauchen wir jetzt nicht. Und dann erstellt ihr euch unter dem Work-Ordner eine Datei, die nennt sich main.wdl. Ja, also genauso wie die Main, auch eine WDL. Die erkennte 3D Game Studio als eine WDL-Skriptdatei. Da, ja, WDL-Skriptdatei. Und das ist unsere Hauptdatei. So, da gehen wir jetzt mal rein. Die machen wir jetzt mal auf. Und dort, ich habe schon mal vorbereitet, kopieren wir unseren ganzen Pfade rein. Zack, Pfade. Ja, also ihr seht es, ich schreibe jetzt einfach hier Pfad. Das heißt nämlich jetzt hier anders und dann sage ich jetzt, wo du suchen soll. Codes, Levels, Modelle, Arms und so weiter. Ja, und das ist immer ein Block. Da soll er suchen. Jetzt gucken wir, ob das klappt. Das heißt, wir haben hier das rausgemacht. Unser Gold ist immer noch normal. Und jetzt starten wir mal. Und voilà, unser Modell ist da. Ist ja geil. Ja? Sehr gut. Das Einzige, wo das nicht klappt, ist in Bezug auf Include-Dateien. Das machen wir jetzt mal weg. Das heißt, dieses Include, ja, ich zeige euch nämlich jetzt hier, ich mache jetzt mal schnell ein Include. Also ich erstelle mal jetzt hier ein Include, neue Text. So, dann nenne ich so testinc.c. Ja, testinc.c, die machen wir jetzt mal uns auf. Und dann sage ich jetzt hier Funktion. Funktion Test. Und dann machen wir uns nämlich hier einfach eine Anzeige. While. Und dann setzen wir das natürlich hier in alles in Dings. Ein Wait nicht vergessen. Und da machen wir the book heißt das war. Und dann machen wir einfach hier, was schreiben wir denn da hin? Einfach irgendeine Zahl. Ja, machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zum Beispiel. Und dann auf die Position 300. So. Also ich kopiere das mal jetzt kurz mal in die Main, damit ihr auch wisst, dass das funktioniert. Was da passiert, also wenn ich das hier rein kopiere, passiert folgendes. Da wird jetzt hier mir links eine Zahl angezeigt. 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Mehr nicht. Sehr schön. Gut. Ich habe jetzt hier die Test Include, die soll nämlich genau dasselbe machen. Das heißt, das da raus. Und hier anstelle denn hier schreiben wir Testing. Ne? So, das speichern wir mal auch ab. Unser Testing ist direkt in meinen Main. Das heißt, die wird er auch jeden Fall finden. Da ist unser Testing, da ist unser Main.
Ja, hier sind unsere Pfade, die interessieren uns erstmal nicht. Vorübergehend. Und jetzt sage ich in the main, bitte einmal includen Test Inc. Also lade mir die Datei Test Inc. und führe dort hier unten unsere Test Inc. Funktion aus. Schauen wir mal, was passiert. Habe ich jetzt was geschrieben? Test. Also, ja, weil die auch Test heißt. Ja, dann machen wir einfach hier Funk-Funktion, damit das auch eindeutig ist. So, ne? Also starte mir im Endeffekt die Testfunktion. So. Gucken wir mal. Und voilà, da ist unsere Funktion. Sehr schön. Da wir aber uns ja gedacht haben, dass wir ja unsere separate Funktion, das kann ja auch hier Waffen sein zum Beispiel, ne? Sagen wir mal Waffen. Ja. So, das ändere ich jetzt kurz mal hier um. Waffen, sonst ist ja dasselbe. Ja. Waffen, jawohl, unsere Waffen funktionieren. Ja, unsere Waffen funktionieren. Wir haben uns aber, wie gesagt, gesagt, okay, ich will ja hier in der Walk ja die eigentlich nicht haben. Ich will die ja hier unter Ressourcen, unter Codes und hier drin haben. Da, Waffen Inc. Ne? Also, genauso wie unsere Modelle, sollen auch unsere Waffen unter Ressourcen drin sein. Ne? Da sind sie ja. Super duper Baby. Schauen wir, ob das klappt. Wop. Und jetzt kommt nämlich die Fehlermeldung hier. Kann Funktion Test nicht finden, weil er die Testfunk, also die Waffen hier nicht inkluden kann. Da steht's. Include Wave Node Font. Er kann die nicht finden, obwohl hier in Codes unser Pfad drin ist. Das liegt einfach daran, weil hier die WDL für Skripte ignoriert wird. Und deshalb müssten wir eigentlich das hier so schreiben. Ja? Include, einmal raus, wie vorher auch schon, Ressource Code Waffen Inc. Ja? Gucken wir mal, was passiert. Jawohl, jetzt funktioniert die auch. Sehr schön. Also, theoretisch müssten wir jetzt auch, wenn wir zum Beispiel Enemies haben, Include machen mit Enemies. Ja. Immer schön den Pfad dazu schreiben. Das ist natürlich zwar nett, aber es zeugt ja quasi ja, dass man jetzt jedes Mal diese ganze langes Teil hier schreiben muss. Ja. Also jedes Mal muss ich hier vorne diese Trabumbel ja schreiben. Dazu habe ich ja nicht die Lust, weil ich ja eine faule Sau bin. Ja? Also, wie kann ich das umgehen? Indem ich, so wie vorher, mir ein Pfad definiere. Und zwar für die Skripte. Im Endeffekt mache ich definiere Pfad. Und dann mache ich bis dahin das Ganze nochmal. Das ist der Pfad. Und jetzt kann ich einfach include Waffen und include Enemies machen. So, jetzt wird er wahrscheinlich sagen, dass Enemies nicht existiert. Da kam ja schon mal die Fehlermeldung. Aber unsere Waffen funktionieren, klar. Also das lasse ich jetzt mal weg. Oder lasse ich das mal löschen. So. Aber jetzt kann ich halt eben include Enemy machen. Und ihr seht es, es funktioniert. Wunderbar. Super Baby. Sehr gut. Jetzt ist ja natürlich so, dass ich theoretisch zwar hier natürlich mehrere Pfade eingeben müsste. In unserem Fall brauchen wir zwar nur einen, weil wir haben ja hier im Endeffekt ja auch in unseren Ressourcen ja nur ein Codeverzeichnis, gegebenenfalls hier FX. Für zweiten
Code-Verzeichnis. Also im Endeffekt müsste dann hier FX noch dazu. So. Also so. FX, falls da auch noch Skripte drin sind. Ja. Müsste dann so heißen. So ist es dann eigentlich richtig. Jetzt ist aber das Problem, was ich hier damit habe, eigentlich ist ja ganz nett, aber mich persönlich stört das Ganze hier, ne? Weil das sieht ja irgendwie so blöd aus. Ja. Außerdem habe ich ja gesagt, ich möchte ja meine Main-Datei ja so klein wie möglich halten. Wie kann ich das übergehen? Nun, okay, wir sagen uns, ja, da ist doch die Pfade drin, vielleicht kann ich die auch da rein kopieren. Also, machen wir mal. Wir machen die da rein. Guck mal, was passiert, ne? Sonst bleibt alles super. Also hier Waffen, Includer. Und das schmeißen wir einfach hier in den Main rein. Schauen wir. Oh, der bringt schon mal einen Fehler. Er sagt hier, kann der Pfad nicht richtig, ne, definieren. Unknopf define. Also das heißt, in den WDL-Dateien kann ich hier schon mal kein Define machen. Das ist ja doof. Ich hätte ja schon alles hier drin. Ja, das geht leider nicht, weil es Skripts sind. Also, wieder zurück. So funktioniert oder nicht. Es gibt aber noch einen Trick, den ihr euch merken könnt. Und zwar, wir erstellen noch eine Datei. Die nennt sich dann entsprechend... Moment. So. Also hier entsprechend in unser Workverzeichnis machen wir uns noch eine Datei. Die nennen wir hier auch nochmal main.h. In unserem Fall kann die auch anders heißen, aber wir bleiben halt eben bei main, weil wir wissen, dass die alle drei zusammengehören. Und dort drin machen wir die Deklarationen. Also im Endeffekt, wir machen folgendes. Wir kopieren das hier daraus in die main rein. Ja. Und jetzt können wir nämlich hier auch die ganze Pfade und Includes machen. Und hier lediglich machen wir Include main.h. Ja, so sieht das aus. So, das speichern wir jetzt alles ab. Und gucken wir, was passiert. Und voilà, es geht wieder. Ja, da geht unsere Waffen wieder. Das heißt, damit können wir uns nämlich schön modular die Sachen aufbauen. Gut, die Zeit ist schon um. In dem Sinne, happy coding, bis zum nächsten Mal.